So, hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier im LS22. Wir sind wieder zurück, hier auf der Land of Italy. Ja, meine Lieben, ihr seht's, ich habe umgetauscht, ich habe ein bisschen was Größeres genommen. Das andere hat mir nicht gefallen, weil das doch ständig, der hat sich hinten gelupft und alles, das ist einfach nicht so, das macht dann keinen Spaß. Ich hoffe jetzt, dass der das kann. Das probieren wir jetzt gleich mal aus. Also kann man das unter Fehlkauf dann, denke ich mal, verbuchen. Ich hänge das jetzt mal vorne ab. Nehme euch dann noch mal kurz mit. Ja, ich bin gerade ganz kurz bei der Familie raus. Da wird gerade live diskutiert. Da geht es um ein bisschen was Oldtimer-mäßiges und so. Deswegen dachte ich, ich nehme euch kurz raus für die neue Folge. Wir sind bei Folge 201. Ja, die letzte war die 200. Ich sag nochmal einen herzlichen Dank an euch da draußen, meine Lieben. Für eure Likes, für euer Gucken, für den Support, den ihr hier uns bringt, jetzt die Zeit hinweg. Ja, wir machen es ja nicht nur für uns alleine, natürlich schon, aber wir wollen auch ein bisschen unterhalten. Und ich hoffe, ihr habt euren Spaß daran und wir auch. Und es sind natürlich noch viele weitere Folgen geplant. Wir wollen hier noch lange nicht aufhören, die Familie Rachzahn wird es zumindest mit der LS22 weiterhin erstmal geben. Und wenn ihr das genauso feiert wie wir und ihr sagt, boah, coole Geschichte, dann lasst doch mal ein Däumchen da oder meldet euch mal ganz kurz, eine kleine Rückinfo, wer ist denn dabei, wer guckt sich das an, wer fiebert da immer drauf zu und schaut sich die Folgen an. Ich würde mich riesig freuen, wenn ich eine Info mal kriege, wer denn das alles so anschaut. Es reicht, ihr müsst nicht viel machen, ein kleines Huhu wird schon reichen oder ich bin dabei oder ein Däumchen da lassen. Das hilft natürlich auch, um dieses Video bekannter zu machen. Ne? Das darf man ja nie außer Acht lassen. Jeder Like, jeder kleine Mini-Kommentar, sei es nur ein Smiley, hilft schon dem Kanal und dem Video in Bekanntheitsgrad und bei YouTube ein bisschen zu steigen im Ranking. Und hilft natürlich dem Kanal, das hilft euch, das hilft uns, wenn es neue Leute dazukommen. Community wird dadurch dann irgendwann ja auch ein bisschen variantenreicher, die Leute fragen nach und so weiter. So wird für jeden ja ein Zugewinn, wenn mehr Leute da sind. Ja, wir sind auch schon kurz vor 500 Abonnenten. Wahnsinn, das hätte ich in meinem Leben nie gedacht, dass ich das jemals erreichen würde. Ich dachte, ich würde so bei 30, 40 am Ende rauskommen. Dass es jetzt inzwischen schon bei 500 angekommen ist, alle Achtung, das ist echt gigantisch. Also, man könnte auch mal den das auf Seite stellen, denke ich gerade, aber gut. Ja, nichtsdestotrotz, was sage ich nochmal? Tausend Dank an euch, dass ihr mir den Support hier so toll mitmacht. Und die Videos auch unterstützt, die so kommen. Das macht dann auch riesen viel Spaß, das gemeinsam mit euch dann hier ein bisschen zu spielen, zu entwickeln und zu sehen, wo es hingeht. Ich bin eh gespannt, was der Kanal so in der nächsten Zeit noch alles so kann, was da so alles passiert. Ich hoffe, ihr auch. Es wird auch hier und da das ein oder andere Spiel jetzt dann mal auch ein bisschen kommen. Wir sind hier gerade bei Medieval Dynasty kräftig dabei und nebenher noch Planet Crafter und mal gucken, was noch so kommt. Ich werde auch wieder ein bisschen mehr auf Twitch streamen, wenn ihr gerade bei YouTube das Video seht. Dann schaut auch mal ab und zu mal da in diesen Kanal rein. Abonniert den, dann wisst ihr, wann ich da live gehe. Das gibt es ohne Plan. Da kommen dann auch mal Spiele, die ich hier nicht habe. Einfach so Spiele, die ich dann euch einfach mal mitnehme, wenn ich so vor mich hinspiele. Und da seid ihr natürlich herzlich eingeladen, mich da auch ein bisschen mit zu begleiten auf diese Reise. Und da haben wir schon ein paar Scum-Folgen gespielt. Ja, wir können einfach mal wieder reinschauen. Jetzt gucken wir mal, was die Familie treibt, ob es da was Neues gibt, mein Lieben. Darf doch nicht wahr sein. Na. So. Naja, wer sich Arbeit macht, wer keine Arbeit mehr hat, macht sich Arbeit. Ne? Sag mal. Du bist keine Hilfe, Skiffy. Steht hier. Da denkst du, ich bin immer hilfsbereit. Steht in deinem 26er. 15 oder so. Denkst du, ich bin hilfsbereit? Da steht er. Helf mir selber, reicht auch. Zwar Youngtimer, aber. Das
So. Ja, das stimmt. Der Türkiswolf braucht keinen Sprit. Nee, der fährt auch ohne. Na, der rennt mit der Sense übers Feld. Ja, ist ein schöner Youngtimer, das stimmt. So, kann man jetzt irgendwie eine Expertise bitte zu meinem Maisstroh da geben? Bin wirklich ein bisschen irritiert. Was denn? Ja, ich bin ja selbst erstaunt, dass ihr Maisstroh erhält. Ich glaube, dass ich da Maisstroh habe. Na, wo bist du? Wo bist du? Warte, da steige ich meinen Traktor ein. Ja, hab ich mein... gesehen, ins Fahrrad. Also... Ja, tatsächlich. Der Mais hat ja Stroh. Schon, gell? Ich finde das seltsam. Beim Mais produziert er nicht keinen Stroh. Es wird ja alles gehäckselt. Mhm. Muss ja wohl irgendwie in der Karte noch eingepflegt haben. Ja, der Mais oder ist etwa dieses... oder hat jemand den... Ja, vor allem, was müssten das für Halme sein? Ja, ja. Aber es ist tatsächlich hier auf dem Feld, hat er Strohablage. So einen Ballen hast du so, keine Ahnung, 5-6 Halme. Ja, ja. So ist mehr, weißt du, wie so Festmeter. Ja, aber schaut es euch an. Ich, ernsthaft. Ja, guckt euch das selbst an. Wo bist du? Da, oh, ja, aber das ist doch dann so ein Mod, der irgendwie, das wäre schon Cheaten irgendwie. Dann kannst du ja, ja bei allem Stroh rauslassen. Wir haben den doch gar nicht drauf. Deswegen. Wir haben den noch gar nicht, oder haben wir den drauf? Die Sense für den Türkiswolf, wo die ist, ich glaube, die hat er schon fein brav geschliffen gehabt. Welche Sense? Für was? Ja, fürs Graf aus der Sense. Du lieber Türkiswolf, hast du zufällig einen Ladewagen gerade parat? Ja, Ladewagen schon aktuell zu. Und du auch? Mit deiner Arbeitskraft? Ja, ich bin jetzt wieder für einen anderen Bauern im Einsatz. Also, ich habe einen Anruf bekommen, dass jemand ganz irgendwann ein Feld gemäht sein muss. Mäh. Und ich war es diesmal dir, nicht. Du bist jetzt so gestellt. Da war es immer bei mir zugange mit dem Beraten nehmen. Ich bin jetzt gerade wieder beim Einsammeln. Stößt du ja da ein bisschen zum Feld und machst mäh, mäh, mäh. Ja, ich vermiete meine Schafe. Ja. Da gibt's was, ne? Ich vermiete jetzt seine Schafe, das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen pervers. Ja. Das ist schon komisch. Ja, deswegen, ich brauche halt irgendwen, der mal schnell da versuchen kann, mit entweder einem Ladewagen oder so, ob man das aufnehmen kann. Weil normal kannst du eigentlich gar keine Strohablage machen bei dem. Beim Mais. Das ist komisch, ja. Da hat mich echt einmal interessieren. Was da querfährt rennt. Wo sind unsere. Wo sieht man die. Stimmt, du kannst die eben. Die Mods, die man haben. Ich bin gleich wieder da. Jo. Better Contracts, das haben wir. So, du möchtest sehen, Türkiswolf, wo ist deine Sense? Welche Sense? Ja, du bist der Sensenmann. Oh. Hast du keinen Balken mehr, dir genommen für deine Felder? So, ich hoffe, nein, den soll gefälligst die Stadt bezahlen. Ich war ja dafür, dass die Stadt ein paar Helfer einstellt. Gibt's da in der Stadt keinen Arbeitsmarkt? Ah. Wolf. Kannst du da nicht einmal reden, ha? Ich sehe irgendwas Grünes rumfahren. Was, du siehst was Blödes rumfahren? Was Grünes. Achso, was Grünes. Wo siehst du das rumfahren? Ich wollte gerade sagen, wie kann man was Blödes sehen? Wo, was?
Ist hier irgendwas Grünes, Großes mit roten Reifen fahren? Das kann nur nicht sein. Das kann nur Unfall sein. Das kann bloß ein Glas sein. Ein hübscher Glas. Ich bin bei Ballen einsammeln. Ich guck mal geschwind. Wiese ist im Wachstum. Ja. Leonard, du bist noch ein bisschen befreit. Vor der nächsten Ernte. Definiere noch, bitte. Wenn ich die, glaube ich, eingesammelt habe, dann ist reif. Wieder. Ja, kannst du mal mit dem Ladewagen kommen? Bin gerade verhindert. Bin bei dem Einsatz. Ja, dann setzen wir den Einsatz aus. Da ist ein Skiffy. Ja, er steht hier. Los, Skiffy. Ja. Ich such die Tankstelle. Die ist direkt bei der BGA, also fast. Naja, bei dir will ich nicht tanken. Das kostet mir zu viel Geld. Die ist direkt neben dem Shop. Ja, toll. Weiß ich nicht, was. Nee. Die Sense ist heilig für Türkis Wolf. Sag ihm mal, das kommt vom Donald. Ach nee, nicht der. Ach Gott. Doch, der. Ja, jetzt beleidigt die Leitner nicht so, sagen wir mal. Machen wir mal einen und schon wird's beleidigt. Ja. Ja, echt mal, da hat man schon Besuch, ne, und da kommt schon diese Beleidigung raus. Kein Wunder, also. Haben wir nichts. Wenn die alle verlaufen. Der Witz ist bei mir, wenn Leute kommen in mein Chat, wollen was schreiben, machen zu lange Text, sagst du, die Elements timeoutet sich. Ach, echt? Oh. Schwind, Skiffy? Ja? Rasen, düngen, bringt das was? Ja, bringt. Ja, bring Dünger aufs Feld. Viel? Ja, bring viel. Sicher bringt das was. Das hat er schon ein paar Mal gesagt, dass das was bringt. Ja, glaube ich aber sowas nicht mehr. Ja, das ist ja der Problem. Ich würde mal an dem Problem arbeiten. Du sagst so viele Dinge. Bei dir weiß ich immer nie, meinst du es ernst oder was? Oder meinst du es nicht? Ja, eben. Oder willst du mich jetzt gerade verpolen? Oder? Nein. Es bringt sogar bei Gras, das fällt gar nicht zu pflügen, einfach nur zu düngen und zu kalken. Ja, pflügen würde ich sowieso nicht, aber. Weil Gras hat kein Malus, egal was. Mhm. Außer bei. Ich selbst glaube ich noch nicht mal, wenn du bei Regen erntest. Okay. Also, da ist Düngen. Mit was ist egal? Mit was ist egal. Wenn du kostengünstig haben willst, wirst du das mit Gülle machen. Ja, sowieso. Ich hab Gülle und Mist ohne Ende. Ach, jetzt wollte. Oh ne, ich kann mir keine Schaufel leisten. Was? Schaufel? Was? Ich brauche eine Frontladeschaufel. Ich hab meine gerade verkauft. Oh, super. Warte, das steht noch im Angebot vielleicht. Ja, vielleicht gibt's sie im Angebot gleich. Ach, da hat die Fliege. Nein, die brauche ich nicht. Das ist ein Rübengeschnetzeltes. Ich brauche die andere Schaufel. Der nimmt es aber, glaube ich, alles. Oh, 30.000. Sieht eng bei mir aus. Die, was ich hatte, nimmt alles. Ja, du. Ich gebe es jetzt auch mit dem Geld. Wieso? Ich habe so viel Schulden, das kriege ich eh nicht mehr weg. Box die Stadt. Da kommt er schon wieder. 250.000. Was? So wenig? Ich habe noch 155.000. Hallo, ich habe eine halbe Mille. Echt? Ja, das bist du. Du musst ja direkt übertreiben. Ja, eine Mille sind eigentlich nur 1000. Ja. Also ich habe gerade noch ein Kredit von 73.000 offen. Ja, du hast eine BGA, du kannst Sondertilgung machen, also gib nicht so an. Ich habe gerade meinen Trecker schlafen gelegt. Tja, das ist, was du verschimpfst. Nur einmal 10.000 aufgenommen, Katzen Scheiß. Bis jetzt ohne geschafft, aber keine Chance. An dem Hof hier. Keine Chance in dem Hof ohne. Ja, ich brauch's auch, weil ich brauch die Felder jetzt, weil ich. Ja, komm nicht. Der Produkt. Ja, genau. Du kommst ohne Felder, kommst du raus. Na. Und ich muss jetzt schauen, dass ich da. Wenn die Kühe fressen und fressen und fressen, dann kommt nichts rum. Er sagt ja da, das wäre mal sinnig, vielleicht den Tierfutterrechner drauf zu tun. Da kannst du dir sehen, wie viel die pro Tag fressen. Der rechnet dir es dann aus. Zu viel. Egal, was da rauskommt. Genau. Die fressen ja. Wenn es jetzt ist, aber auf der anderen Seite ist bei mir halt einfach immer nicht. Ich nehme einen Kredit auf, um den einen Kredit zu. Das ist doch eine gute Idee, ne? Ich habe nur so kleine Vorzeige, was der das ist, da muss ich. Mhm. Und mit den kleinen Fördern bin ich noch nicht weit gekommen. Ja, das ist richtig, da kommst du nicht weit. Ich habe da drei kleine Förder gehabt. Ja.
Na gut, das sind jetzt die ersten Felder, die ich selber angebaut habe. Da kommt hoffentlich ein bisschen mehr runter als bei denen, die du übernommen hast. Ja, ja. Das eine, wo ich jetzt zugekauft habe, da gibt es wahrscheinlich noch nicht so viel. Aber ist ja egal. Ja, ich muss halt noch bis nächsten Monat warten, bis ich meine Felder wieder abernten darf. Ja, das vermute ich auch, dass es da reicht wird. Aber es regnet bald schon wieder. Ach nee. Gerade fahren wir nach Italien, wenn es schon wieder regnet. Sehr. Ach nee, wir haben es. Drum schaue ich, dass ich gerade so schnell wie möglich die Ernte einfahre, weil der Mais. Der war gerade richtig gut für mich, den brauche ich gerade. Also ich habe 3 Felder, die ich bald abernten kann. Ja. Das ist einmal Rapsfeld, einmal Raps und zweimal mit Sorgen hier so und die Gerste. Ja, meine Frage ist gerade, wie ich das am Gescheitern jetzt dann weiter aufziehe. Ob ich jetzt als erstes dann wieder das Feld vorbereite und dann ist das nächste Feld abernte und dann wieder das Feld, was ich abgeerntet habe, vorbereite und dann. Die Reihenfolge, oder ob ich erst. Genau, das frage ich erst jedes Mal. Alles, oder ob ich erst alles ernte und dann erst anfange zum Vorbereiten. Naja, das ist ein. Das Henne und Ei-Problem wahrscheinlich. Ja, Henne und Ei, gell. Ja. Das ist schon, also. Ich habe jetzt auch die Felder in Stückweise immer vorbereitet und abgefertigt gemacht. Ein Feld nach dem anderen. Ich glaube, dass das Gescheiteste ist, weil dann bist du mit alle fertig und dann kannst du eigentlich schon wieder wahrscheinlich das Ernten aufhören. Richtig. Ich denke mal, du wirst auch gucken müssen, wo kriegst du momentan am besten Geld. Genau. Von der Ernte. Für manche Sachen kriegst du jetzt gerade viel und später eher. Musst du mal gucken, weil vieles musst du erstmal einlagern und kannst das verkaufen, wenn du mehr Geld kriegst. Nein, ich hätte ja Schweinefutter. Ich schaue, dass ich jetzt alles einmal auf die Schweinefutterproduktion lege, damit ich meine Schweine dann so schnell wie möglich vergrößern kann, damit ich da ordentlich reinbuttern kann. Weißt du, wie man? Ja. Ja, die Sache ist, anfangs ist alles sehr schleppend und dann, wenn du guten Faden hast, dann kommt das Geld von selber. Ich muss ja schauen. Ich meine, wie gesagt, ich habe jetzt ein bisschen Solano installiert. Das heißt, da hoffe ich, dass ich mal mit dem so ein bisschen meinen Kredit abdecken kann, eigentlich. Ja, das habe ich auch gerade. Ich kann jetzt gerade die nächste Kreditrate getilgen. Da muss ich schon wieder weitersuchen. Ne, jetzt 6 oder 8 so Solarpanel hingestellt. Ja, stimmt, die bringen auch ein bisschen Geld rein. Wenn ich glaube 10 oder so, 1 bringt was 600 pro Monat, glaube ich, wenn ich sage, ich habe 10 stehe. Dann sind das 6.000, dann ist damit nur mein Kredit getilgt. Rolf? Ja? Eine Frage. Deine Metzgerei. Ich hätte Ware für dich. Oh, sehr gut. Wird auch Zeit. Was hast du denn? Ist die auch schon im Betrieb? Ich kann doch nicht im Betrieb sein. Ich hätte 4... Kalb. Monat ist ja der letzten Geburt. Ne, das sind 4 Holsteiner Kühe. Mit welchem Alter gibst du die her? 34 Monate, weil ich meine, du kannst maximal bis 36 Monate nur verkaufen. Dann nehmen sie es nicht mehr an. Kannst du da mal, ich weiß gar nicht, wo stand das? Hast du der Sense poliert? Also 5 Holsteiner Kühe. Leo. Ja. Hast du deine Sense poliert? Hast du einen Tiertransporter? Welche? Ja. Sense. Kannst du mir die liefern? Ja. Ich weiß es nicht. Irgendeine Sense, mit der du am liebsten spielst. Ich weiß aber nicht, was man dafür bekommt, geldtechnisch. Ich weiß nicht, wie man das berechnen soll. Wie viele wolltest du bringen? 5. Was kosten die denn, wenn ich wieder einen Nachkauf? Ja, man messert, ich meine, es ist jetzt vielleicht eine blöde Sache, aber man messert jetzt einmal schauen, was kriegt er aus die 5 dann raus, was kann er dann wiederum, um wie viel kann er es wiederum verkaufen, und ich würde dann sagen, dass sich das nach dem eher richtet, oder? Also der Rind. Ja, das muss man erstmal austesteln irgendwie. Also für 600 Kuh kriege ich 800 irgendwas. Das ist halt die Frage, wie viel ist 600 Kuh? Rindfleisch. Ne? Steht das, wie viel Kilo hat denn so ein Viech? Steht das vielleicht auch dabei? Das werden wir ja gleich sehen, wenn er die bei mir abgeladen hat. Soll ich das schon bringen?
Bring die mal, dann gucke ich mal, was das eingelagert bringt. Kannst du Schweine annehmen? Ja, dann nehme ich Schweine, Hühner, alles, aber ich glaube bis zu 36 Monate nur, mein ich. Steht da was dran in der Metzgerei? Ja, der nimmt nur Ob, nee. Vom Alter her? Nee, da ist nichts geschrieben. Müsste ich mir nochmal den Mod angucken. Die Leonard. Die Anleitung. Ja. Die heilige Sense namens Brandenburg. Ach das? Ja, der Ding ist soweit an sich einsatzbereit. Mhm. Okay. Sage dazu nichts. Wenn ich auf dem Ding unterwegs bin, Hartmut? Ist das gemeint. Ja. Alle. Kann man die das Alter dort irgendwie vergrößern? Also dass man das verändert? Dass das einfach länger ist, weil ich finde 36 Monate ein bisschen arg frisch. Das sind 3 Jahre. Wieso, das sind 3 Jahre? Regulär gehen die. Normal machst du eineinhalb Jahr oder so. Wann überhaupt? Ich glaube, die Kühe gehen, also Milchkühe gehen, glaube ich, nach 6 Jahren erst wirklich in die Schlachter, weil dann sind sie ausgelutscht. Echt? Ja, aber das sind Milchkühe. Weil das müsste eigentlich nach 6 Jahren sein. Die normalen Rinder. Also die Fleischproduktion ist so, dass ich Milchvieh 600 Einheiten zu 800 Einheiten Fleisch verarbeite, während die anderen sind 500 zu 800 Fleisch. Okay, also das heißt, bei der Milchkuh brauchst du mehr. So sieht's aus. Also das Alter kann man bestimmt nach oben stellen, da kann man sicher irgendwie schauen, dass das geht. Ne, 400 sogar nur, 400. Okay, und, das heißt, beim Schwein kriegst du 400 oder was? Bei den Schweinen sind es immer 400, da macht es sich aus. Beim Huhn ist es genau umgekehrt, da hast du 800 Hühner zu 600 Hühnerfleisch. Ja, ist klar. Du sollst 4 Hektar Weizen machen, Leo. 4 Hektar was soll ich machen? Weizen. Okay. Was soll ich Weizen machen, 4 Hektar? Ich weiß nicht. Das kommt mit der Sense Brandenburg. Ach, die Brandenburg, das ist ein gemeines Ding, ja. Die Sense ist soweit scharf gestellt. Ja, dann ab in den Weizen. Ja. So, das heißt, das ist aber jetzt schwierig zum sagen, was ist was. Ich schätze mir nämlich, dass das auch am Alter liegt, wie viel Akku wert ist. Ich bring dir jetzt mal eine. Genau. Wie gesagt, dann merkt ihr mal, wie alt die war oder was du sonst noch über die weißt, weil ich müsste dann ja sofort wissen, wie viel Kilo die bei mir im Eingang bringt. Genau, schau mal, wie viele Flecken die hat. Vielleicht liegt auch an dem. Das ist bei Marienkäfern so. Also die ist 34 Monate alt. Ach, hat einen Wert von derzeit 2000. Also ich kann Leuten Felder mulchen. Ich habe einen Mulcher bei mir stehen, tatsächlich. Nehme ich die jetzt mal hoch. Die weint schon. Wie schmeißt die Metzgerei die Produkte am Ende aus? Sind das Paletten, oder? Ja, komm auf Paletten. Aber die musst du nicht dazu kaufen. Okay. Wo ist die Metzgerei eigentlich? Steht neben deinem Hof direkt. Mhm. Warte, wenn du so an deinem Hof bist, so am Feld, ja. Das Feld, das du gerade bearbeitest, so gerade durch, da steht die fette Metzgerei. So, wie lange braucht ihr noch, bis ihr das erste Mal anfängt, euch hin und her zu arbeiten? Das habt ihr jetzt gerade nicht gesehen, mein Lieben? Ich hab's noch, ja, warte. Jetzt ist schon wieder rum. Du weißt, dass man das Team zurückspulen kann, ne? Psst. So keine Ahnung, warte. Wir sind in Italien. Achso, stimmt. Da darf man das. Da hat wer aufpasst. Echt? Ja, das ist nicht bei Maikäfer, sondern bei Marienkäfer. Ja, natürlich. Aber was hat er denn wieder angestellt? Ein paar Sekunden zurückspulen. Was hat er wieder gemacht? Was hat er gemacht? Vom Maikäfer geredet. Ich habe Marienkäfer gesagt. Hey, der hat das Maikäfer gesagt. Nein, ich sag nie Maikäfer. Warum nicht?
Ich weiß, ich habe glaube ich in meinem ganzen Leben noch keinen Maikäfer gesehen. Wirklich? Ach so, jetzt sehe ich das ja gar nicht. Ernsthaft? Brauchen wir uns gegenseitig wieder den Lohner, ne? Du hast in deinem Leben noch nie einen Maikäfer gesehen. Nee. Aber Junikäfer schon, oder was? Ich finde, du darfst jetzt hier keine weiteren Redebeiträge mehr haben. Finde ich auch. Wieso? Delirium. Mach mal schön beim Lohner bei mir rein, oder haben wir das schon gegenseitig? Check's gerade nicht. Gibt Menschen, die noch nie einen Maikäfer gesehen haben. Rolf, hast du? So, müsste jetzt eigentlich gehen. Ich sehe bloß nicht, wo ich es abgeben muss. Vielleicht, wenn du nochmal ein- und aussteigst. Nee. Also hier, wo ich stehe, da ist der Abladetrigger. Das heißt, ich lass mal los. Kannst du einsteigen und dann fahren? Haben wir es vorhin schon nahe gehabt? Ja, das war schon mal was. Mit deinem, wo du dich meinen geben wolltest? Dass das nicht funktioniert hat, gell? Mhm. Wahnsinn. 20 Kilo, ja. Wenn wir schauen, wo wir das haben. Gibt's eine Blutwurst dann? Leider nicht. Ich weiß nicht, was der Rolf damit anstellt. Wahrscheinlich. Ja, jetzt fährt der Rolf ein Glas. Du, da hast du zufällig eine Ballenpresse bei dir unten stehen. Oder besitzt du sowas nicht? Wer denn? Ich? Du? Ja. Ich hab keine, ne. Das hat bei mir immer der Leonard gemacht. Nein, es war dann das Gange, dass ich nicht so weit ganz fahren muss. Das stimmt ja nicht ganz. Ja, du hast auch mal gemacht. Ja. Das okay. Ist richtig. Deine hatte ich auch mal ausgeliehen, richtig. Wieso brauchst du was gepresst haben? Ja, ich hätte vorher mal wen gebraucht, aber jetzt gefahr ich selber. Produktionsstelle verwalten, jetzt kann ich es auch an. Ah, nee, ist nicht. Also hier steht drin, dass sie 600 Kilo bringen soll, eine. Genau, okay. 1000 Liter brauchst du ja immer zum Verkaufen. Ah, ausgeladen hast du? Okay. Vor 3 Monaten hast du 20 Kilo Blutwurst bestellt. Die ist noch nicht da. Ja, Mensch, du weißt ja nicht, woher die kommt. Das ist sehr feine Blutwurst. Danke, ja? Skevi, für deine Info. Für dein Leben im Chat. Ja, und Wolf, was meinst? Ja, jetzt habe ich 600 Kilo von 50.000 Kilo. Und jetzt sollen daraus dann wahrscheinlich 800 Liter Rindfleisch werden. Also mit einer hast du genau 600 jetzt gehabt. Ja. 34 Monate dort ist. Ja. Wenn ihr gerade unterwegs seid, wollt ihr ein Schwein von mir auch nehmen, weil ihr ein paar Eber drinnen, die sind ein bisschen jünger. Dann kann man es ja mit dem auch gleich ausprobieren, oder? Okay. Unten beim Schweinestall sind glaube ich 6 Monate oder so jetzt dort. Oder 9 Monate. Dann kommt man schauen, wie viel sowas bringt. Dann hat man mal ein bisschen einen Vergleich. Ich würde gern vorher was anderes testen. Du wolltest ja auch jetzt eine neue Kuh kaufen, oder? Mhm. Wenn du die hast, guck mal im obwohl dieses Menü geht vielleicht nur auf, komm mal denn trotzdem hier vorbei. Wir transferieren sie dann nicht, aber dass wir mal gucken, was im Anhänger dann steht, wie viel Kilo die bringen soll. Dass wir mal wissen, ob sich da überhaupt was tut oder ob sozusagen jede Kuh einfach 600 Kilo bringt. Ich würde jetzt allerdings keine ausgewachsene, sondern einen Kalb kaufen. Ja, das macht ja nichts. Ja, das wäre ja eben noch besser zum Testen, weil wenn du einen Kalb kaufst und das auch 600 bringt, dann ist das ja ziemlich mau. Wie kann man das sonst einfach im Skript einmal anschauen? Mhm. Wie heißt der? Der Batscher, gell? Ja, korrekt. Und wenn du mal da dran bist, kannst du noch dann bitte Pferdeinput noch reinsetzen. So, ihr Lieben, ich sag mal, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Ja, wir lösen mal dieses Rätsel. Jetzt, was uns das am Ende bringen wird, die ganze Geschichte. Zumindest haben wir eine Kuh jetzt mal hierher gebracht, um zu gucken, was es am Ende des Tages für uns oder für jeden bringen wird. Ich sag mal herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, macht's gut, euer Schwammbleier alias Peter Raffzahn. Ciao, ciao.